gentlemen, I expect that you know the rules, always a team fight, you go about 12 rounds. Back to your dorm and good luck. Die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin! Eines hat der Kampf Bremer gegen Doberstein schon im Vorfeld gezeigt. Jürgen Bremer ist noch immer in Deutschland. Wenn es ums Boxen geht, das Nonplusultra und das, obwohl er inzwischen schon 41 nennt, zählt. Für viele Boxexperten ist er der Einzige, der in der Lage ist, momentan gegen die Weltmeister der vier großen Verbände bestehen zu können. Während Jürgen Doberstein noch lange nicht das erreicht hat, was ihm so alles vorgeschwebt ist, hat Bremer mächtig abgeräumt. Zweimal Weltmeister war er, Europameister, Deutscher Meister und. Er stand mit vielen Weltklasse-Leuten im Ring und eine K.O.-Quote von weit über 60% zeigt, dass es schwer ist, seinen Fäusten zu entkommen. Doberstein. Können wir auch mal auf die K.O.-Quote schauen, 24,14%. Also klar unterlegender in dieser Statistik. Und Bremer ist natürlich hier der haushohe Favorit in diesem Kampf. Aber eins muss man dem Doberstein auch mal zugutehalten. Viele haben sich gar nicht mehr getraut, hier gegen Jürgen Bremer anzutreten, weil sie wissen, wie stark der noch ist. Doberstein hat gesagt, okay, komm, die Chance, die versuche ich beim Schopfen zu packen und vielleicht gelingt mir ja die Überraschung. Rechtsausleger, der Bremer mit einer knackigen Linken. Da muss er aufpassen. Jürgen Doberstein muss beweglich bleiben, hat er jetzt ganz gut gemacht hier aus Pendelei da. Aber muss er vor 12 Runden ziehen. Ganz kurz abgesetzt, diese rechte Klasse gemacht von Bremer. Da sieht man mal seine Klasse. Und was er noch so alles drauf hat. Jetzt wehrt er sich da nach Leibeskräften, der Doberstein. Hat sich da gut aus der Fähre gezogen, aber das Ding hat ihn erstmal durchgeschüttelt. Und der Bremer dann auch sofort nachgesetzt. Da schaut er nicht lang und wartet, ob er Wirkung gezeigt hat, seinen Schlag, sondern der setzt dann gleich nach und versucht die Sache hier frühzeitig zu Ende zu schaukeln. Ja, wieder auf der Innenbahn durchgekommen. Also da muss er aufpassen, der Dobermann, dass ihm da nicht die Zähne gezogen werden. Wieder gute Treffer von Bremer. Also gute erste Runde, immerhin, beide lachen sich da an. Aber schon mal Boxen auf gutem Niveau. So, hier nochmal die Zeitlupe. Da, das war klasse gemacht. Da hat er auf die linke gewartet, Doberstein. Und die rechte ist gekommen. In der Ecke fahren Jürgen Bremer, Sebastian Förster, Margomet Schaburow und Tilo Kuttler. Und bei Jürgen Doberstein, Sergej Ostrowski und Dominik Junge als Cutman. War ja lange verletzt, der Jürgen Doberstein. 2019 auch dann nur einen Kampf gemacht nach langer Verletzungspause. Vorzeitiger Sieg in Runde 4 gegen den Ungarn Scholtan Seram.
Ja, der macht das ganz cool, der Bremer. Na, wenn die Linke da mal richtig trifft. So wie jetzt. Timo Habighorst, dritte Mann im Ring. Ne, da anderes Problem der Doberstein, dass er einerseits den Bremer beschäftigen sollte und andererseits seine Deckung nicht vernachlässigen darf. Einseitig der Kampf. Doberstein versucht natürlich jetzt so einigermaßen ja, sich da von Runde zu retten und Bremer bestimmt hier doch das ganze Geschehen. Oh, die Linke hat wieder gewackelt. Ja, wenn er dann so mit dem Kopf nickt, dann weiß man, das hat wehgetan. Hat er erstmal das Mundstück ausgestückt. War eine schlechte Taktik, um sich mal wieder da einigermaßen zu berappeln. So, weiter geht's ab in die neutrale Ecke und dann wird der Bremer das hier gleich nochmal antesten, wie weit der Doberstein da wieder klar ist. Ich komme auch immer noch blitzschnell in die Schläge von Bremer. So, und jetzt pendelt auch noch die Attacken da von Doberstein aus. Gutes Auge und Reflex hat er auch noch mit seinen 41 Jahren. Er möchte doch mal um die Weltmeisterschaft boxen. Naja, auch die Konter, dann lässt er den Doberstein mal kurz kommen und dann knallt er eben wieder die Linke da auf der Innenbahn. Die Stirn, das war eine gute Aktion von Dobermann, trifft dann der Dobermann, dann geht schon Doberstein, trifft aber auch nicht sehr genau. Und gegen Bremer, da muss man schon mal genau hinlangen. Doberstein ist die Nummer 8 der deutschen Boxrec-Rangliste, die angeführt wird von WBO Interconti Champion Stefan Hertel. Zweiter Tyron Zeuge. Da weiß man auch nicht, was aus seiner boxerischen Zukunft wird. Dritter Jürgen Bremer, vierter Vince Feigenputz, Robin Kress, Nitschi 5, Leon Bauer 6, Emre Çukur 7. Und dann kommt der Doberstein. Auch da sieht man stark besetzt diese Gewichtsklasse. In der Boxrec-Weltrangliste sieht es so aus. Da ist Bremer Nummer 19. Doberstein gerade mal 47. Angeführt wird diese von 5 Briten. Callum Smith, Chris Eubank Jr., Billy Joe Saunders, Rocky Fielding und John Ryder. Und so ein John Ryder hat der Bremer alle mal noch drauf. Und Rocky Fielding auch. Da kann aber einiges wegstecken, der Doberstein. Muss man auch mal sagen. Aber es ist natürlich eindeutig zu wenig, wenn man so ein Bremer irgendwie kitzeln möchte. Man muss da mehr kommen.
Also Doberstein darf nie den Fehler machen, sich da in die Ringecke zu stellen und darauf zu warten, was der Bremer macht. Der macht meistens was Richtiges. Das hat er mal getroffen, Doberstein. Okay, gut. Bremer versucht sich jetzt zu stellen. Doberstein macht natürlich ganz richtig, indem er versucht, da die Distanz möglichst knapp zu halten zu Jürgen Bremer, damit er gar nicht groß zu Aktionen kommen kann. Jetzt hat er ein, zwei Mal wieder gut getroffen. Aber sobald der Bremer da aus der Halbdistanz kommen kann, wird es natürlich eng für den Doberstein. Ding vom Körper. Schlägt sich aber gut bis dahin. Herr Doberstein. Aber die Akzente, die setzt natürlich der Jürgen Bremer. Ja, da war schon mal ein knackiges Ding zum Kinn. Aber bislang hat er alles geschluckt, was der Bremer ihm da verabreicht hat. Doberstein ist ja schon Profi seit 2008. Im sechsten Kampf die erste Niederlage gegen Italiener Stefano Loriga. 2009 dann unentschieden gegen Henry Weber. Der hatte damals 10 Kämpfe, 10 Siege. 2012 dann deutscher Meister im Supermittelgewicht gegen Chris Jan Pawlak und IBF-Juniorenweltmeister gegen den Polen Michael Niroda. Waren nicht die ganz großen Titel, sind bei Bremer, aber immerhin hat er auch da abgeräumt. Von Bremer, aber auch ein guter Konter von Doberstein, da sind wir mal durchgekommen. Steht da immer zu nah dran an Doberstein. So, jetzt hat er richtig Distanz gehabt, aber die Rechte von Doberstein, die ist nicht schlecht. Sollte jetzt den Bremer nicht provozieren. Hose rutscht so langsam bei Doberstein. Die Aktionen, die halt den Bremer dann nach Punkten immer nach vorne bringen. Diese schnellen Treffer, diese kurzen Haken und Geraden. Man zieht nicht jedes Mal voll durch, aber trifft halt. Das ist halt der Unterschied und das summiert sich. Ah.
Dann steht er da in der Ringecke und es ist halt ein Fehler. Entschuldigung, das kann nicht lange gut gehen. Der Bremer knallt da rein. Ohne Vertun. Da kommt natürlich ganz wenig noch von Doberstein. Vereinzelte Abwehrattacken. Und der Bremer, der beherrscht die Sache ja nach Belieben. Publikum ist natürlich sofort da. Alle Runden bislang an Jürgen Bremer, der ja auch als Amateur da gut abgesahnt hat. Haben schon viele vergessen, 1995 Bronze im Weltergewicht bei der Junioren-Europameisterschaft und dann der große Q 1996 Junioren-Weltmeister auf Kuba. Als Amateur besiegt er spätere Weltmeister wie Ricky Hetten zweimal, Felix Sturm und Karl Frock. War deutscher Meister in der Jugend bei den Junioren und bei den Männern im Halbmittelgewicht. Von 100 Amateurkämpfen gewann er 95, blieb in der Bundesliga für den Schweriner SC ungeschlagen. Ja, dann vor 20 Jahren wurde er Profi. Und ist immer noch topfit. Also, fünfte Runde von 12. Und der Doberstein, der kassiert mir einfach zu viel und irgendwann ist mal halt mürbe. Ja, aber da mit seiner Abwehrtaktik da die linke Schulter nach vorne. Sich da immer wieder wegducken. Da fährt er noch einigermaßen gut, Jürgen Doberstein. Beide da direkt vor einem stehen, dann sieht man mal, wie cool und lässig der Bremer die ganze Sache hier handelt, auch wenn er da ab und zu auch mal einen Schlag kassiert. Aber ist natürlich ein bisschen wenig. So pro Runde ein, zwei Treffer, was Doberstein da anbietet. Ja, immer wenn er so ein, zwei harte gefangen hat, dann explodiert er kurz. Doberstein sagt sich, da muss ja mal zur Gegenattacke blasen, aber das interessiert den Bremer jetzt überhaupt nicht. Da dreht sich immer so seitlich weg. Ja, sobald er dann mit der rechten Mal den Angriff startet und die linke nachzieht, ist er aber überrascht, wenn da wirklich mal ein rechter Haken kommt, der Doberstein. So, ein bisschen Geplänkel noch zum roten Ende. Und dann hat der Bremer auch die Runde gewonnen. Bremer galt ja von Anfang an als das großdeutsche Boxtalent, hat sich dann mit der Justiz angelegt,
war 3 Jahre lang mal weg. Das waren natürlich wichtige Zeiten für ihn. Und 2006 dann nach 27 Siegen erste Niederlage gegen Mario Veit. Der war 2004 mal Interimsweltmeister der WBO. 2007 dann die Revanche K.O.-Sieg gegen Veit. 2008, mal so kurz die Station durchzugehen, dann 20 Jahre erste Versuch Weltmeister zu werden. Damals scheiterte er gegen den Argentinier Hugo Hermann Garay. Aber kurz darauf wurde er Europameister im Halbschwergewicht gegen den Franzosen Rachid Kanfua. Sechste Runde. Ja, nochmal leicht angeboxt. Muss ja nicht immer voll durchziehen. Da bekommt die rechte Führungshand ist mal wieder knackig, aber auch die linke von Doberstein ist mal drin. Dann immer wieder diese überraschenden Momente von Bremer. Hat er angezeigt, du, da war es ein bisschen tief. Gute Rechte von Doberstein, da wackelt er, da zuckt doch nicht mal der Bremer. Hält sie auch hier auch in dieser sechsten Runde ganz gut. Ist immer schwierig, wenn man so lange verletzt ist wie der Doberstein, dann nochmal die Kurve zu kriegen. Okay, war vorbei, aber war Schmack ist dahinter bei Bremer. Und da hätte jetzt auch mal nachsetzen können, der Doberstein. Und fängt hier mal 2 kurze Haken zum Abschluss der Runde. Das war es dann auch wieder. Die Runde geht an Bremer. Jürgen Doberstein, die zweite Niederlage gegen den Wuppertaler Chakri Ermisch. Kurz darauf wurde er WBA Intercontinental-Champion gegen den Argentinier Ruben Eduardo Acosta. Und 16 dann nochmal eine Niederlage gegen Robin Grasnitschi. Und wie gesagt, 2019 dann ein Kampf nach langer Verletzungspause. Und den hat er gewonnen. Aber er ist ja aktiv im Internet unterwegs, gibt Ernährungstipps, Trainingstipps, hat einen eigenen Fanclub, den Dobermann-Club. Da kann man da Mitglied werden, wenn man monatlich da was einzahlt. Hoppala, das war schon mal wieder eine gute Begrüßung hier in diese Runde 7.
wieder die Linke. Dachte, es geht runter, da Doberstein, aber hat es da wieder wacker auf den Beinen gehalten. Das Nasenbluten. Doberstein. Oh, das war ein Hammer. Da bist du mit spielen wollen. Mit Jürgen Bremer und dann läuft er in dieses schwere Ding. Er kommt ganz schwer auf die Beine, er wackelt. Timo Habekors macht aus, 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 komm. Hat keinen Wert mehr, der weiß gar nicht jetzt, wo er gerade ist. Und der Bremer hat da mal wieder einen rausgezaubert. Das hat sich angedeutet. Und er hat seine ganz große Klasse hier unter Beweis gestellt. Hat immer geduldig die Sache hier vorwärts getrieben, hat den Doberstein, wie gesagt, mürbe geboxt und dann hat er genau im entscheidenden Augenblick hat er die Sache hier, aber wie, beendet. Jürgen Bremer und Standing Ovations hier für den 41-Jährigen aus Schwerin in Stralsund ist er geboren, ja, wenn man sich die Weltmeister mal anschaut im Supermittelgewicht, haben wir den Callum Smith, 27 Kämpfe, 27 Siege, 19 vorzeitig, dann den David Benavides aus Phoenix, USA, 22 Kämpfe, 22 Siege, 19 K.O.s. Caleb Plant aus den USA, 19 Kämpfe, 19 Siege, 11 K.O.s. So, und dann haben wir noch einen, WBO, Billy Joe Saunders aus England, 29 Kämpfe, 29 Siege, 14 K.O. Die waren noch kein Kampf verloren, die Jungs. Und die Deutschen in der Rangliste, Jürgen Bremer, WBC, IBF und WBO Nummer 10, Stefan Hertel, WBC 12, IBF 8 und WBO 14 und Vince Weigelburg, WBA 4, IBF 3, WBO 5 und haben wir auch noch den Leon Bauer da irgendwo rumspringen, IBF Nummer 12. So, und auch der Kampf hier von Jürgen Bremer macht natürlich Lust auf mehr. Aber auch nochmal Hut ab vor Jürgen Doberstein, der aufopferungsvoll gekämpft hat. Der hat sich mit Bremer in den Ring getraut, hat ihm auch ein paar harte Haken da verpasst, aber es war einfach zu wenig. Und das war schon dann ein Klassenunterschied. Aber auch da nochmal großes Kämpferherz. Auch Gratulation an Jürgen Doberstein zu seiner Leistung. Und er lässt sich feiern und er genießt das auch. Dr. Stefan Bock aus Duisburg. Und da hinten der kleine Mann mit dem IBF-Gürtel, dem Interconti-Gürtel, das ist Toni Tiberi, der Supervisor. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch Knockout. Nach 1:20 in Runde 7. Und damit IBF Interconti-Meister im Supermittelgewicht aus Schwerin. Jürgen Bremer! Also, tolle Leistung von Jürgen Bremer, ja, wenn es keine Überraschung war, dieser vorzeitige Sieg. Aber auch einen riesengroßen Applaus für seinen Gegner, Jürgen Doberstein. Es war das erste Mal, dass Jürgen Doberstein K.O. gegangen ist in seiner kompletten Laufbahn. Ja,